Jo Leute, willkommen zur Folge der Minecraft-Fakten. Heute gibt es ja 5 Sachen, die ich mir rausgesucht habe. Und wenn ihr dann weitere Dinge von Minecraft-Fakten habt, erstmal per Kommentar oder dieses Video hier. Bewertet Dinge, die ihr gut findet, mit einem Daumen nach oben. Und ja, schauen wir auch in den Playlist nach. Ich habe jetzt Zeit dafür, ne? Und dann würde ich sagen, ja, direkt mal los. Der erste Fakt ist von Creator Man, wenn Schaffner schreibt Wasser Levitation auf. Okay, so überprüfen wir mal. Ich habe es mal den Regen angelassen, weil es ganz chillig ist in heutigen Zeiten, ne? Weil die mitten am noch keinen einzigen Tropfen Regen gab. Nur Sonne. Nicht mal Wolken oder sowas, sondern nur Sonne, 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 sonnig, ne, weiter. Deswegen würde es mal ganz gut ist, im Regen zu zocken. Levitation. Können wir vielleicht eingeben. Give. Add P. Und dann Levitation. Geht nicht. Ihr seht die Partikel. Das wirkt aber nicht. Jetzt schon. Aber nicht im Wasser. Ich finde es lustig, wie man da los was sneaken kann. Na, jetzt geht er einfach gleich mal leer. Ich habe mal Times a Day. Der Luft läuft ganz normal. Das kennen wir ja schon. Aber dann im Wasser. Mal eingeben. Geht das nicht? Ja. Ist irgendwie luftig. Weiter geht's. Der nächste Fakt ist von Michael Cracker Creeper, schreibt, das Skelette können Schwerter aufnehmen. Ja, ich kann es jetzt nicht so gut zeigen, weil man sonst Skelett zu finden, der sowas kann. Ne, ich weiß nicht, wie groß die Chance ist und was das funktioniert. Ich habe mal schlau gemacht, das soll tatsächlich funktionieren, wenn die Skelette irgendwie so einen speziellen irgendwie einen Tag wie haben. Dann können die auch Schwerter tatsächlich aufsammeln. Ich habe einen Command jetzt mal dazu gemacht. Und der sieht dann so aus. Ungefähr. Dass hier mit Schwertern rumlaufen. Also ähnlich wie Wither Skelette laufen auch mit Schwertern rum. Und auch Skelette können dann jetzt irgendwie Schwerter aufsammeln. Jetzt aber mal so ein Goldschwert genommen, weil es irgendwie cool aussieht. So. Für ein Sample. Wäre doch chillig. Aber er ist ein bisschen schüchtern, oder? Ach, verdammt. Jetzt hätte er genau weg. Egal, auf jeden Fall, so sieht halt ein Skelett aus. Komm, ich mir so ein cooles Sammeln von dem machen, Bro. Rief mir weg, der Wichser. Egal, dann weiter geht's. Und die letzten beiden Fakten für heute sind von SIGMA777 und als erstes. Die Voltdekoration an den Wüstentempeln sind im ägyptischen Isis-Knoten nachempfunden. Und zwar zum Beispiel drei Modes hellgraue Wolle, eigentlich silberne Wolle. Ja, das ist natürlich jetzt kein Fakt, den ich dir zeigen kann. Aber ihr könnt ja mal googeln, beziehungsweise erstmal vor Augen führen, wie der Wüstensymbol aussieht. Da könnt ihr mir auch mal so ein Bild angucken. Im Minecraft-Wiki. Auf der linken und rechten Seite, wenn zum Beispiel hier der Eingang des Tempels ist halt, dann sind irgendwie hier und da so orangene Wollblöcke. Und das Muster entspricht tatsächlich diesen ägyptischen Isis-Knoten. Ich habe das mal eingegeben, Isis-Knoten. Und auf Wikipedia steht das erste Bild davon auch genau das gleiche Zeichen, wie es auch in Minecraft in den Tempeln steht. Halt mit orangener Wolle. Steht also tatsächlich. Und da kommt ein bisschen mehr irgendwie halt, ja, Wüstentempel einfach auf. Bisschen Pyramide und so, ne? Und finde ich ganz cool so. Dann der letzte Fakt heute, so, die sind dann nur 4. Ich habe eben 5 gesagt, ne? Sind aber nur 4. Das mit der Light Gray Rule. Funktioniert nicht mehr. Können ja die Runde setzen und meine Freigruppe, dann steht hier Minecraft Light Gray Wool. Ich nehme es trotzdem mit rein, weil das vorher funktioniert hat. Ich habe es euch schon mal gezeigt. Mit orangenem Clay war es, glaube ich. Oder mit der Schalker Box. Dass da Silber stand. Aber ich kann auch jetzt Silber eingeben. So, und den Silberfett. Ich hab's irgendwie eben als 15 oder so wie ein ID-Update oder so, keine Ahnung. Ich folge das nicht mehr. Aber, ja. Früher war das auf jeden Fall so und dann wird es wahrscheinlich die Wolle vom Prof betroffen sein. Zwei Clay funktioniert bei leicht grauen Schalterboxen, das wird schon so passen. Könnt ihr mal überprüfen, wenn ihr wollt. Aber ich habe schon mal durch mal so schon gezeigt, so. Zumindest bei Clay und auch bei Schalterboxen. So, damit wir erhellen, damit ich sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen, lasst eine positive Bewertung da. Aber wir sind. Tschüss.